So, und jetzt bin ich gerade im Flow, dann schiebe ich den TechDAX direkt hinterher. Ich weiß nicht, ich glaube, die Abonnenten erfahren, wann ich wo irgendwie was reinstelle. Da gibt es irgendwo eine Bimmel, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Also den SDAX habe ich schon reingestellt und jetzt kommt der TechDAX. Dann als nächstes MDAX und ganz zum Schluss, wahrscheinlich erst am 1. oder 2. Januar, ich habe mich am 1. Januar den DAX und Dow und Nasdaq. Und in der Zwischenzeit kommen dann noch Standpur. Also es fehlt jetzt noch der MDAX, der Standpur und dann bin ich, glaube ich, dann, wenn dann noch Nasdaq und Dings dazu kommen, DAX und Dow, dann bin ich durch. Ja? Also deswegen jetzt hier den TechDAX und auch, das ist hier gleich nochmal gesagt, Tech 30, Nachfolger vom Nemax, kennt bestimmt der eine oder andere von euch. Das sind also die Erfolgswerte in diesem Jahr. SMR Solar, wir haben jetzt gerade eben auch im SDAX schon gesprochen. Das ist echt klasse. Ja, gesunde Firma, Zukunftsaussicht, alles gut, 81%. Zwar X-Tron selbst kann ich nicht so viel sagen. Das ist die Deutsche Telekom beim TechDAX-Werten dabei. Und das ist auch hier wieder auffallend. Wir haben also zwei Extremgewinner, einen anständigen Gewinner und dann lassen sie schon wieder komplett nach. Das ist also hier Verbio mit 1,6, diese Differenz 1,64% zu 15, das ist schon erstaunlich. Beim SDAX ändert sich laufend irgendwas. Da sind ja ein paar relativ kleine Werte dabei. Das sind also jetzt die Gewinner, SMA Solar und Aixtron. Dann habe ich jetzt auch hier die Verlierer. Moment, und hier ist sie wieder, die Warta. Oh, die verfolgt mich. Nochmal, das war die schlechteste Analyse oder den Ausblick, den ich gemacht habe. Ich habe den viel mehr zugetraut. Wie auch immer, die Warta minus 80%. Evotec, Morphosis, SUSE. Also da ändert sich auch die Marktkapitalisierung vehement. Also wirklich erstaunlich. Beim TechDAX ist es verglichen mit dem SDAX ein bisschen, na komm her, ein bisschen besser mit den Scheinen. Und zwar, während beim SDAX, es waren glaube ich 56 Stück nur von der UniCredit gemacht worden, gibt es also hier immerhin schon mal 2558 Produkte in Knockouts. So zwischen 2.500 und 3.500 ist auch das Volumen für, ich nenne es jetzt mal normale Werte, DAX-Werte, also so Daimler, Siemens, da gibt es so um die 3.000 rum, beim DAX gibt es 58.000, der deutschen liebstes Kind. Und ich habe mir auch die Optionsscheine angeschaut und so eine 9-Monats-Woller liegt im TechDAX ungefähr bei 25. Also da kann man auch mit Derivaten doch schon mal einiges machen. So, und jetzt gehen wir mal hier in die Analyse. Das ist jetzt der TechDAX seit, auf Monatssicht, seit 2013. Und da habe ich jetzt einfach mal die Fibos angelegt. Gehe jetzt mal hier ein bisschen rüber. Mache es etwas größer. Ich habe ein Problem mit dieser Kerze hier. Das werde ich euch gleich im Tageschart sagen. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas ist da nicht in Ordnung. Aber es ändert nichts an der Gesamtanalyse, weil wir haben ja hier den Schlusskurs. So, MACD sieht gut aus. Kann ich nicht meckern. Das ist alles in Ordnung. Lang, kurz, kurz, kurz. Und wir haben auch ein relativ frisches Signal, also auf Monatssicht, in der Stochastik im Oszillator. Wir sollen angeblich gehandelt haben über der 20-Tage-Linie, aber das werde ich gleich relativieren, weil wie gesagt, irgendwas stimmt da nicht. Aber ich habe jetzt auch die Fibos angelegt, eben von 2013. Und da waren wir hier am 38er und haben sogar fast das 50er gesehen. Das ist die 200-Monats-Linie hier unten. Also im Prinzip ist der okay, der ist im Neutralbereich. Kein frisches, wirklich Kaufsignal. Also das ist auch nicht mehr so ganz frisch. Das ist jetzt auch schon 3 Monate alt. Aber sieht ganz gut aus. Gucken wir mal auf die Woche. Woche. Auch hier. Diese beiden Kerzen, mit denen habe ich ein Problem. Irgendwas stimmt da nicht. Von der Woche her sind wir so, dass wir nochmal ein bisschen runtergehen dürften. So in diesen Bereich rein, 2720. Schlusskurs, Freitag müsste gewesen sein, sollen wir schauen, 2925. So in etwa muss der gewesen sein. Aber von der Woche her hat er auch nochmal, genau wie der S-Tax, nochmal so eine kleine, nochmal so ein kleines Atemholen, was er machen könnte und sollte. Dann haben wir den Tag. So, und es geht um diese beiden Kerzen hier. Also diese hier von 3.400 runter auf 3.144. Irgendwas stimmt da nicht. Oder es war ein Split dabei, den ich irgendwo nicht gesehen habe. Genauso wenig wie das hier. Das war der Öffnungskurs.
Und dann soll der Freund fast 10% gestiegen sein. Das glaube ich jetzt mal nicht. Also irgendwas stimmt nicht mit diesen beiden. Ändert aber nichts an der Technik an sich. Ja, wenn ich hier unten abschneide und hier oben abschneide, passt das einigermaßen hier. Es ist eine Stabilisierung im MACD. Es ist ein leichtes Kaufsignal über die Stochastik. So gefällt mir das eigentlich ganz gut. Ich lasse das jetzt einfach mal von meinem geistigen Auge weg. Wir sind hoch und dann nochmal hier auf dieses Ausbruchsniveau gegangen. So um die 2831. Also ich finde, es sieht gar nicht so verkehrt aus. Wäre jetzt für mich kein Short. Oder andersrum, sollte es nochmal einen Dip geben in Richtung 2600, 2580, ist es für mich eher ein Kauf, als dass ich da jetzt Short gehen muss. Also mit Käufen, ich halte mich zurück, stehe aber Gewehr bei Fuß, wenn wir nochmal irgendwie so 3, 4, 5% fallen sollten. Ich mag eigentlich den TecDAX. Ich habe den noch nie gehandelt, also nicht als Index, aber wohl schon natürlich die Einzelwerte. Aber ich mag den, ich habe damit kein Problem. So weit sieht er eigentlich ganz okay aus. Also, und dann mal gucken, wann ich den nächsten Film reinkriege.